Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Seit heute, dem 2. April 2021, gilt in Hamburg die nächtliche Ausgangssperre. Das heißt, in der Zeit von 21 bis 5 Uhr darf niemand ohne triftigen Grund sich außerhalb der Wohnung aufhalten. Leider habe ich es nicht geschafft, rechtzeitig um 21 Uhr zu Hause zu sein und einen triftigen Grund habe ich leider auch nicht, so dass ich gezwungen bin, jetzt an der Hamburger Stadtgrenze zu chillen. Also ich befinde mich jetzt hier gerade kurz vor Beckedorf und hier auf der anderen Seite ist Hamburg, das zeige ich euch gleich noch. Und hier unter der Autobahnbrücke, hier wo es halt, hier chille ich. Bis morgen früh um 5 Uhr wahrscheinlich. So, ich zeige euch mal, wo ich mich jetzt gerade befinde. Also das hier ist die Autobahnbrücke, unter der ich stehe. Auf der Seite ist Beckedorf, also über die Kreuzung rüber. Seht ihr die Kreuzung? Also hinter der Kreuzung ist Beckedorf. Und auf der Seite, hinter der Brücke, da beginnt Hamburg. Da kann ich mal ein Stückchen hinlaufen. Ich schalte mal kurz den Blitz ein, damit ihr das Ortsschild vielleicht sehen könnt. Seht ihr das Ortsschild? Das Ortsschild sagt, da ist Hamburg. Also heißt, unter der Autobahnbrücke darf ich chillen. Denn Hamburg beginnt erst ab dem Schild. So, seht ihr das Schild? Da ist Hamburg. Nun möchte ich euch die Autobahnbrücke von außen zeigen. Dafür gehe ich jetzt auf die niedersächsische Seite. In Niedersachsen bzw. dem Landkreis Harburg, wo ich mich jetzt gerade befinde, gilt zum Glück keine nächtliche Ausgangssperre. Das heißt, ich darf mich hier aufhalten. So. Das hier ist die Autobahnbrücke, unter der ich die Nacht verbringen werde. Ich gehe noch ein Stückchen zurück. Könnt ihr die Autobahnbrücke irgendwie erkennen? Hoffe ich mal. So, ich habe mich jetzt hier unter der Autobahnbrücke gemütlich gemacht. Hier werde ich jetzt noch ein paar Stunden Zeit verbringen müssen. Es ist jetzt gerade 23.40 Uhr. Das heißt, 5 Stunden und 20 Minuten muss ich hier noch an der Stadtgrenze verbringen, bevor ich legal die Stadtgrenze überqueren darf. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.